So, Leute, heute ist der Abgabetermin für den Twizy und wir fahren nach Monaco mit diesem Transporter und werden wir den Wagen ablassen. Müssen wir mal gucken, wie wir das Auto festmachen, weil hier ist sehr, sehr knapp. Ganz wenig Platz. Und wir überlegen, ob wir das mit Klebeband oder mit Kabelbinder festmachen. Ich glaube mit Kabelbinder, Norm, oder? Die Kabelbinder sind zu dick. Oder nehmen wir Panzerband. Die Panzerband. Kabelbinder sind zu groß, die passen nicht. Wie heißt das? Wenn man in einer Garage ein Flügeltürer stehen hat, hat man im Leben geschafft. Hat mir einer gesagt. Da hat keiner gemacht. Ne, ist echt gut geworden. Ne? Und mit dem Urus fahren wir auch. Wer den Schlüssel vom Urus hat, dürfte zweimal raten. Zweimal. Der Norm hier ist unser Transportmanager. Für die nächsten 3 Tage. Fahren wir zusammen oder kommst du nach? Du kommst nach. Du musst öfters tanken. Ja, okay, das bin ich. Ne, wir haben uns von einem Kumpel von der Annaberg Automobile den Transporter geliehen. Zum Glück kennen wir jemanden, sonst müsste der Norm mit dem Twizy nach Monaco fahren und das wäre lang. Guck mal hier. Und wie du wieder aussiehst. Hast du gesehen, die Ritze? Kann man so nicht mal in Ruhe arbeiten. Wo hast du festgemacht? Ja, guck besser nicht. An den Ventilkappen hat er festgemacht, ehrlich jetzt. Mit Uhu. So sieht aus. Guck mal hier, hast du gesehen, das Schild? Hab ich schon gesehen. Norm macht fest. Und dann geht's ab nach Saint-Tropez erstmal. Wir übernachten bei den Geissens im Hotel, weil alles zu ist. In Monaco, die ganzen Hotels und so weiter. Wir fahren zuerst nach Saint-Tropez und morgen, am Mittwoch, fahren wir nach Monaco. Und dann von Monaco fahren wir nochmal zurück, weil er, ihr kennt den, von dem Kona-Video, weil der Tom, mein Sohn, bekommt auch einen Ligier. Das ist eine französische Automarke. Der ist jetzt 16 geworden und er darf mit 16 das Auto fahren. Ja, und den Twizy bringen wir dahin und den Wagen von der Davina bekommt der Tom. Deswegen fahren wir mit dem Transport auch. Sonst hätten wir eine Spedition beauftragt. Komm mit dem Modus, komm mit. So, Robert hat gewünscht, wir haben gemacht, alles schwarz-matt. Nichts Carbon, alles nur schwarz-matt. Ja gut, die Front, die haben wir es ein bisschen glänzen gelassen. Aber ansonsten alles matt, so weit wie möglich. Alles im Matt. Nicht Schweller, alles. Ne? Schon Aufkleber zu bekommen. Bei dem Urus haben wir die so kleine, schöne Lufteinlässe. Die Haube oder Haubenaufsatz. Frontspoiler, Frontrahmen. Komm mal so rum. Dann zeige ich hier was. Die Verbreiterungen, die sind normalerweise in Carbon. Hier sind die schwarz-matt. Die Seitenschweller komplett, also das, ganz viele Teile. Heckverbreiterungen. Großer Heckspoiler. Dachspoiler. Hab ich schon gesagt. Heckspoiler. Ja. Mhm. Dachspoiler und Hecklampenspoiler und Diffusor. Das haben wir alles gemacht bei dem Lamborghini Urus. Mein Baby, kommst du mit? Kommst du mit nach Monaco? So, war eine Plane drüber. Machen wir vorne hinten. Was? Was ist das links, rechts? Norm. Ja. Das ist Front. Ich sehe Front. Ja. Scheiß Wind. Ja. So, fertig. Brauchen wir nicht festmachen. Erst. Ne? Können wir so lassen, oder? Können wir lassen, ja. Jetzt denken alle auf der Autobahn, da ist ein Ferrari drin. Kleiner. Der geschrumpft. Ich habe gesagt, die haben Panzerband benutzt, um ihn festzumachen. Wacker Scherz. Immer der Chef, weißt du. Hände in der Tasche. Hey, Kollege. Ja. Was? Sie nicht zu fest.
Ich will dir nicht sagen, aber die Kabelbinder haben wir. Okay. Oh, Schorsch. Schorsch, wenn du das Video siehst, schuldest du zwei neue Kabelbinder. Und wir sind erst später losgefahren, weil wir neue Kabelbinder dran machen mussten. Achso, ja, der Sauerländer. Ihr Werkzeug. Der ist schon losgefahren, glaube ich. Weil wir gesagt haben, wir fahren um 8 Uhr los. Wir haben nicht gesagt, ob morgens oder abends. Bei uns ist manchmal sehr kompliziert mit den ganzen Fahrten. Oder mit der Organisation, aber meistens klappt das. Gell? Fest. Nach Fest kommt ab. Das ist auch schön geworden, ne? Guck mal, der Nissan Navara. Haben wir eigentlich den Nissan Navara das Ende schon gedreht? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Der kommt in dem nächsten Video. Wenn wir nächste Woche zurück sind, machen wir ein Video von dem Nissan Navara. Sieht auch cool aus, ne? Mit dem Grün. Mhm. Ist fresh. Alles klar, okay. Wir sehen uns in Monaco. Ciao. Pause muss auch mal sein. Selbstgemachte Frikos. Mhm. So, liebe Freunde, wir sind jetzt in Saint-Tropez hier angekommen, in dem Hotel von der Familie Geis, und hier übernachten wir. Und ich habe eine richtig, richtig schöne Suite gekriegt. Ich freue mich voll. Die Fahrt war sehr, sehr, sehr anstrengend, wirklich. Jetzt wollen wir die anderen hier nicht wach machen, deswegen ab ins Bett. Bis morgen. Leute, ihr wisst ja, ich beantworte viele Kommentare auch in der Badewanne, wenn ich abends liege. Und das ist die perfekte Badewanne. Da werden hier die Kommentare beantwortet. Bis morgen früh. Guten Morgen hier aus Saint-Tropez. Tag 2 unserer Reise nach Saint-Tropez hat begonnen. Das Wetter ist wirklich echt, echt heiß. Ja, also wirklich warm. Wir wollten in Saint-Tropez schon frühstücken, aber es war wirklich alles zu. Wir dürfen nur beim Bäcker irgendwie eine Kleinigkeit essen. Kleinigkeit, so ein Baguette. Kleinigkeit. Wir fahren jetzt nach Monaco und übergeben der Davina den Twizy. Ja? Und ja, ich bin gespannt, wie die reagiert. Mein Hintergrund ist hier der Hafen vom Saint-Tropez. Sehr schön normalerweise, wirklich. Und sehr, sehr voll. Ja, wenn du dich vielleicht, guck mal hier, einmal so umdrehst. Guck mal, was da passiert ist. Der hat das falsch verstanden, glaube ich, mit dem Parken. Der hat die Parkbucht nicht getroffen. Naja, guck mal hier. Am Parkplatz ist normalerweise hier alles voll. Ja. Hier ist niemand, ne? Wirklich niemand, und das finde ich sehr schade, weil die Jungs wie der Tom hier, also auch der Norm, die sind das erste Mal hier, und natürlich ja, alles leer zu sehen und alles zuzusehen ist natürlich nicht so schön, als wenn das alles auf hat. Ne? So, ich mache eine kleine Testfahrt hier auf dem Parkplatz mit dem Twizy. Bis gleich. Wie fährt es sich so? Piep, piep.
es ist sehr kompliziert in Monaco zu fahren, vor allem mit so einem Auto, ja, wenn man irgendwie etwas breitere Räder hat und so weiter und so weiter. Interessant finde ich die Straße hier, Norm, vielleicht kannst du die aufnehmen. Guck mal, wie die glitzert. Die haben extra so die Swarovski-Steine dran gemacht. In Monaco, weißt du. Wie sagt Robert? Klotzen statt kleckern. Ja. Sogar die Straße glitzert hier. Nee, Monaco ist eigentlich sehr, 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 sehr schön. Ja, wir waren schon ein paar Mal hier. Da haben wir unsere Monaco-Touren gemacht. Aber zu fahren ist das, geht so. Ich bin jetzt mit dem Urus 1407 Kilometer gefahren. Also die Massagesitze sind wirklich bombastisch. Sehr schön, sehr intensiv. Aber die Sitze sind so ein bisschen hart. So eng hier. Ihr könnt das nicht sehen, aber das ist wirklich hardcore eng. Da hinten so ein bisschen hier Rambazamba machen. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Und wir wollen von dem Urus ein paar schöne Bilder machen. Guck mal, wir sehen, wir sind in der Villa von Robert Geis. Auf jeden Fall, guck mal. Guck mal.